Als nächstes am Wort ist die bereits von ihm gelobte Abgeordnete Katharina Kucharowicz. Sehr geschätzte Kollegen und Kolleginnen. Ja, was wären wir Abgeordnete eigentlich ohne unsere parlamentarischen Mitarbeiterinnen, oder? Nicht nur an Tagen wie heute, sondern offen gesprochen wirklich im täglichen parlamentarischen Alltag. Deshalb ein großes Danke für euer Tun, für eure Unterstützung. Ihr macht es einfach super. Danke euch. Kollege Singer hat es ausgeführt. Seit langer Zeit ist uns ein Thema bekannt, das wirklich ziemlich ungerecht und unfair ist. Und darauf haben uns die parlamentarischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufmerksam gemacht. Und wir haben uns dann zusammengesetzt. Das hat eine Zeit lang wirklich gedauert. Wir haben das dann ein bisschen wieder ad acta gelegt. Und dann, offen gesprochen, mit aller Vehemenz sind wir dieses Projekt, diese Novelle neu angegangen und haben dann einfach auch die Parlamentsdirektion, aber auch unsere Gruppexpertinnen und Gruppexperten gebeten, das zu präzisieren, das auszufeilen und eine Lösung auf die Füße zu bekommen. Deshalb ein großes Danke an die Parlamentsdirektion, an unsere Clubsekretärinnen und im Speziellen an die Clubsekretärin Dr. Gabriele Kotzecker, die da wirklich einiges auf die Füße gebracht hat. Dankeschön. Wir können nämlich heute eine Lösung präsentieren, werte parlamentarische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo wir zu eurer sozialen Absicherung beitragen und offen gesprochen auch die Pflicht als Dienstgeberinnen und Dienstgeber erfüllen. Künftig ist nämlich so, dass ihr nicht mehr in der Luft hängen werdet. Wenn es künftig eine Abgeordnete, einen Abgeordneten gibt, ob im Nationalrat oder die Fraktionsführerin des Bundesrats oder Fraktionsführer des Bundesrats, die ihr Mandat während einer Gesetzgebungsperiode zurücklegen oder tragischerweise versterben, dann wird es nicht so sein, dass das PAMIs von heute auf morgen in der Luft hängen, sondern es tritt nur in diesem Fall, wenn davor keine Kündigung ausgesprochen wurde beziehungsweise ein Ende des Dienstverhältnisses, ein Kündigungsautomatismus ein. Nur in diesem Fall. Und ab diesem Tag läuft dann die Kündigungsfrist. Und was ist der Hintergrund? Es gibt einfach einen Anspruch auf Vergütung in dieser Zeit. Und das machen wir gesetzlich fest. Und das ist wichtig und gut so. Und abschließend ein großes Danke auch von meiner Seite für die überfraktionelle Arbeit. Da zeigt man oder kann man zeigen, was uns auch gelingen kann. Ein besonderes Danke an den Kollegen Singer. Du warst da auch immer sehr, sehr vehement dahinter. Und es ist super, dass wir heute, wie gesagt, einen wichtigen Beschluss für unsere Mitarbeiterinnen zur sozialen Absicherung schaffen. Dankeschön.